wo wir irgendetwas in den Sand geschrieben hatten. Und die Wellen kamen näher und das Geschriebene verging. Wir auch, wir vergehen werden. Dieser Gedanke tröstet mich. Denn inzwischen schreibe ich voller Angst. Ich kontrolliere mich. Ich lerne nicht alles auszusprechen, was ich denke. Ich habe einen Punkt erreicht, an dem mir selbst eine Wand verdächtig vorkommt. Ich fühle mich ständig auf der Flucht, von diesem zu jenem. Ich urteile über die anderen. Am Ende werde ich selbst verurteilt. Dann werde ich da stehen und mit Tränen in den Augen lachen. Ja, ich habe mich verändert. Ich habe mich in eine Figur verwandelt, die den Spiegel meidet. Ich existiere nur noch, um von den anderen gesehen zu werden, um das zu machen, was die anderen von mir wollen. Und bevor ich mich versehe, werde ich um meinen eigenen Leichnam weinen. Anna, sag du, was ich machen soll. Soll ich die Augen gegenüber meinem Land verschließen und vergessen, wo ich komme? Warum ich nach Deutschland gegangen bin? Das kann und will ich nicht. Manchmal schäme ich mich, wenn sich ein Iraner neben mich stellt, egal ob auf der Straße oder bei einem Konzert, und ein Foto mit mir schießen will. Mit mir. Mit diesem fehlkonstruierten Wesen, das aus seinem Maul Feuer und Dreck in die Luft schleudert. Einem Tier, das sich nicht zu Gottesdiener macht und eine Zeit verkündet, in der es außer der Luft zum Atmen nichts mehr zu verlieren hat. Es ist ein schauerliches Spiel, bei dem man nicht bloß als Zuschauer sein kann. Man muss entweder mitspielen oder ihnen das Spiel verderben. Es tut mir leid. Ich fühle mich nicht zum Mitspielen geschaffen. Und wenn ich die Herren Historiker höre, muss ich einfach kotzen und möchte schreien, hey Leute, ich schwöre bei der Geschichte, die vergangen ist, dass nicht nur die unwissende Masse schuld ist an unserem Unglück, sondern vor allem die korrumpierte Minderheit. Wie weit soll ich gehen, Anna? Weiter als nach Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien? Bis nach Kanada, Amerika? Ich weiß es nicht. Bestimmt werden die Archäologen uns irgendwann als Lebewesen mit dickem Fell wiederentdecken.